Im Cockpit sitzen Bill, der Pilot, und Buzz, unser Kameramann. Wir sind mitten im Staat Maine, in der Nähe der kanadischen Grenze. Vom nördlichsten Zipfel der USA werden wir die Ostküste entlang südwärts bis nach New York fliegen. Hier ist es wie fast überall. Je weiter nördlich man kommt, desto weniger Menschen begegnen einem. Natürlich sieht man hier und da die staubige Spur eines Lastwagens auf einer Naturstraße. Oder wir begegnen einem Wasserflugzeug, das von See zu See fliegt. Abgesehen davon nichts. Oder fast nichts. Kiefernwälder, soweit das Auge reicht. Eine Zwei-Farben-Landschaft. Grün und Blau. Das ist James Reich. Er ist Pilot in einem der unberührtesten Staaten der USA. Man stelle sich hier den Winter vor. Alles weiß und gefroren. Und noch menschenleerer. Seit 15 Jahren fliegt Jim bereits hier in Maine zwischen dem Meer und den Bergen, die vom 1500 Meter hohen Mount Katahdin überragt werden. Wenn du über diese Seen fliegst, siehst du kaum ein Boot. Es ist ziemlich einsam hier und es gibt viele Seen. Der Landesteg und die Bodenmannschaft. Weg von meinem Dock. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Wir bringen ihnen alles Mögliche, was immer sie brauchen. Die Zeltlager, die wir heute belieferten, wollten 450 Liter Bier und Wein. Zu den meisten Lagern kann man hinfahren, aber einige sind immer noch nicht auf der Straße erreichbar. Auf dem Appalachian Trail setzen wir Leute ab, die für 1 bis 5 Tage wandern möchten, oder Fischer, die ihre Angelplätze nicht mit dem Auto erreichen können. Im Winter gibt es hier keine Menschen. Ist so etwas wie der wilde Staat an der Ostküste. Eine hohe Konzentration an Inseln und mehrere tausend Kilometer Küste, wenn man jede Bucht und jede Landzunge erwandern würde. Es ist Ende Juni, die Tage sind lang und die Abende mild. Wer einen einsamen Picknickplatz sucht, hat die Qual der Wahl. Einige Inseln und Halbinseln sind privat, wie Kennebunkport, die Sommerresidenz der Bush-Familie. Ein Anwesen, das wir besser nicht zu tief überfliegen. Siehst du das Anwesen dort rechts auf der Halbinsel, mit den Geheimdienstposten darum herum? Siehst du die Straße, die hinführt? Im Sommer 2007 hatte George W. Bush einige Staatspräsidenten hierher eingeladen. Herrn und Frau Putin, Herrn Sarkozy allein. An diesem Abend ist niemand zu sehen, außer einer Schwimmerin, vielleicht Barbara Bush. Der Luftraum ist strikt begrenzt. Man darf nicht näher als 1600 Meter und tiefer als 300 Meter fliegen. Sonst gibt es kaum Einschränkungen in Maine.
Wir sind frei wie die Vögel und haben nur ein Problem. Wie finden wir uns in diesem Labyrinth von Buchten, Landzungen und Felsen zurecht? Auch mit Hilfe der Karte ist es schwierig. Warum folgen wir nicht einfach der Küstenlinie? Unmöglich. Also fliegen wir auf gut Glück, bis wir wieder wissen, wo wir sind. Vor uns liegt Mount Desert Island. Die Insel wurde im 16. Jahrhundert von Samuel de Champlain entdeckt. Hier lebte die belgisch-französische Schriftstellerin Marguerite Yourcenar in einem einfachen Viertel von Bar Harbor. Versteckt zwischen den Bäumen steht immer noch ihr Haus. Auch andere Schriftsteller, Maler und Fotografen lebten oder leben immer noch hier im Norden von Maine. Und das nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über. Um das wechselhafte Licht zu genießen, die von Möwen belagerten Hummerboote, die Grauschattierungen der See. Wolken ziehen auf. Eine Sturmfront nähert sich. Wir beschließen zu landen. Eine Pause für Bill, unseren New Yorker Piloten, der sein Land gut kennt. Nicht nur die Ostküste. Alle leben an der Küste. Von Florida bis New York, Florida bis Texas, Mexiko bis Washington und von Alaska bis nach Hawaii. Auch hier in Maine? Ja, sogar hier. Wir fliegen weiter südwärts, immer noch über Neuengland. Hier ist die Küste stärker besiedelt als in Maine. Das hilft bei der Orientierung. Wir müssen unsere Nase nicht ständig in die Karte stecken. Maine hat wenig mehr als 1 Million Einwohner. Im Nachbarstaat Massachusetts sind es über 6-mal mehr. Hier bestätigt sich, was Bill gesagt hat. Allein rund um Boston mit seinem Hafen und den Buchten leben fast 6 Millionen Menschen. Zu Massachusetts gehören mehrere Inseln und die langgezogene Halbinsel Cape Cod, die weit in den Atlantik hinausreicht. Wasser hinten, Wasser vorne. Auf Cape Cod sieht man das Meer überall. Das erklärt die Beliebtheit dieser Halbinsel. Millionen Besucher jedes Jahr. Eine Art Florida des Nordens, ohne die extreme Hitze. Man kommt hierher, um auf großzügigen Terrassen einen Drink zu genießen oder Baseball zu spielen. Sandstrände locken zum Sonnenbaden. Oder man kann auch Wale beobachten. Im Juli und August fahren täglich mehrere Dutzend Boote hinaus auf der Suche nach den gigantischen Meeressäugern. Whale-Watching ist hier ein wichtiger Industriezweig. Paradiesische Zustände wäre die Halbinsel nicht langfristig vom Untergang bedroht.
Denn anders als in Maine gibt es hier keine Felsen, sondern nur Dünen und Sandstrände, die mit jedem Sturm kleiner werden. Hier gibt es eine Untiefe. Da sieht man bei Ebbe den Sand. Vor 100 Jahren war da eine große Insel mit einem Fischerdorf. Es gab eine Kirche, einen Laden. Alles ist weg. Da war ein Dorf? Ja. Wo das Meer ist? Genau hier. Cape Cod versinkt langsam, Zentimeter um Zentimeter. Ein natürlicher Prozess. Durchschnittlich schrumpft die Insel jedes Jahr um einen Meter. Dieser Leuchtturm musste vor 10 Jahren um 900 Meter ins Landesinnere versetzt werden, weil er von der Küstenerosion bedroht war. Es kostete Millionen, aber sonst wäre er vom Meer verschlungen worden. Sie sollten bei einem Sturm hier sein, vor allem im Winter. Da sucht uns einer nach dem anderen heim. Wir nennen sie Northeaster, weil der Wind aus Nordosten bläst, aus dieser Richtung. Und sie krachen auf die Küste. Du kannst zusehen, wie das Land ins Wasser fällt. Einmal fiel in einem Sturm 3 Meter Küste zum Opfer. Es ist Feierabend, keine Besucher mehr für heute. Zeit, den Leuchtturm zu schließen. Wir verabschieden uns von Dave mit seiner Leidenschaft, Geduld und Sorge um die Zukunft seiner geliebten Halbinsel. Auf Wiedersehen, Dave, und vielen Dank. Kilometer südlich von Cape Cod liegt die beliebte Insel Nantucket. Die Insel, die früher vom Walfang lebte, ist berüchtigt für seinen Nebel und berühmt für seine schicken Holzhäuser, den begehrtesten in ganz Neuengland. Kommt man in Nantucket an, staunt man über die gepflegten Kais, die sauberen geteerten Straßen und die gut erhaltenen Widow's Walks. So heißen die Dachterrassen, von denen aus man früher nach den Walfangschiffen Ausschau hielt. Blicken die Inselbewohner heute aufs Meer hinaus, fragen sie sich besorgt, welches Haus wohl als nächstes den Wellen zum Opfer fallen wird. Dieses? Oder vielleicht dieses? Meine Frau fragte mich, warum hast du das Haus so weit hinten gebaut? Im Erdgeschoss sehen wir das Meer nicht. Und jetzt dringt es ins Untergeschoss. Jeder dieser großen Sandsäcke hat 22 Tonnen Trockengewicht. Das Meer ist so bewegt, dass es trotz der Barrikaden Schäden anrichtet. Viele Säcke sind verschwunden, vom Meer verschluckt. Mit seinen 82 Jahren spielt Sheen auf Zeit. Eigentlich sollte sein Haus bereits verschwunden sein. Aber er gibt nicht auf. $600.000 hat er schon in einen Kampf investiert, den er nicht gewinnen kann. Die benachbarten Häuser sind in der gleichen Situation. Das ist mein Zuhause. Ich habe es gebaut. Und auf dem Friedhof der Stadt ist ein Grab für mich reserviert. Ich möchte hier bleiben, bis ich begraben werde. Was danach passiert, ist mir eigentlich egal. Der Nebel kehrt wieder nach Nantucket zurück.
Er hängt auch über der Nachbarinsel Martha's Vineyard. Die Insel ist Rückzugsort für die betuchte Ostküsten-Society. Ihre Vertreter lieben die gleichen Strände, Boote und Restaurants. Sie sind demokratisch, progressiv, oft katholisch und sehr God bless America. Seit Obama Präsident ist, verbringt er mit seiner Familie jeweils ein paar Ferientage hier. Wie vor 15 Jahren die Clintons und viel früher die Kennedys. Mit Bill verlassen wir die Inseln von Massachusetts und fliegen Richtung Festland. In Connecticut entdecken wir weitere vom Wasser bedrohte Häuser, die mit Sandsäcken geschützt sind. Wie Jean in Nantucket wollen auch diese Besitzer ihre Eigenheime nicht aufgeben. Sie harren aus, koste es, was es wolle. Weißere Küstenbewohner haben beschlossen, nicht gegen die Natur zu kämpfen. Sie leben auch am Wasser, aber an der Mündung des Mystic River. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Am Fluss steht das Mystic Seaport Museum, berühmt für seine Sammlung von Holzsegelschiffen. Hier ist es eindeutig ruhiger als an der Küste. Ein paar Dutzend Flugkilometer vom Mystic River entfernt kündet der Montauk-Leuchtturm die größte Insel der USA an, Long Island. Wir sind im Staat New York. Es ist Ende Juni. Der Sommer beginnt und mit ihm die Invasion der Strände. Hier gibt es mittelklassige Campingplätze oder man campiert halb wild am Strand mit Geländewagen und angehängtem Wohnwagen. Es gibt nur 4 oder 5 weitere Plätze, wo man direkt am Strand campieren kann und erst noch günstig. Solche Plätze sind rar. Diese Wohnmobile sind teuer, 30 bis 40.000 Dollar. Für meines habe ich 8.000 bezahlt. Es ist sehr klein. Die Leute kommen jedes Jahr hierher. Sie haben viel investiert und müssen ihr Wohnmobil nützen. Von hier aus sieht man die Fischerboote ausfahren. Dort beim Montauk-Hafen liegen sie. Die Fischerboote der Touristen und die großen kommerziellen Fischerboote. Der meiste Fischfang von Long Island wird hier betrieben. Südlich von Montauk am östlichen Ende von Long Island haben Normalsterbliche nichts zu suchen. In der weltweit höchsten Konzentration von Luxusvillen sind die Superreichen unter sich. Madonna, Calvin Klein, Steven Spielberg und schwerreiche Banker und Industrielle verbringen hier jedes Jahr ein paar Tage. Berühmtheiten aller Art, deren Liebe, Leid und Skandale die Klatschhefte füllen. Die Hamptons sind erstklassige Jagdgründe für die Paparazzi. Hier wetteifern die großen Gewinner der US-Wirtschaft darum, wer das luxuriöseste Zweitheim besitzt.
weit weg von den Verwünschungen der Opfer der Hypothekenkrise, die ihr Zuhause verloren haben. Für viele Amerikaner ist diese Zurschaustellung von Reichtum skandalös. Solche Villen bewohnen wir nie, denn dafür werden wir nie genug reich sein. All diese Anwesen sind unglaublich teuer und die Preise klettern immer höher. 20 bis 30 Millionen Dollar für eines. Die Garagen sind unterirdisch. Das ist der größte Privatgrundbesitz in den USA. Mehr als 25 Hektar Land, direkt am Atlantik. Die Villa hat 20 Badezimmer, 2 Bowlinghallen, Tennis- und Squashplätze und Dutzende leere Schlafzimmer. Das Anwesen, das doppelt so groß ist wie das Weiße Haus, gehört einem Industriemagnaten, der unter anderem mit dem Verkauf von Militärfahrzeugen im Irakkrieg reich geworden ist. Hier dürfen und wollen wir nicht landen. Leicht entgeistert fliegen wir weiter Richtung New York. Höchste Zeit für einen Szenenwechsel. Am anderen Ende von Long Island führt uns ein Werbeflugzeug zu einem der beliebtesten Strände der USA. Coney Island, südlich von Brooklyn. New Yorks großer Badestrand, nur 45 Minuten von Manhattan entfernt. Im Sommer herrscht hier fast rund um die Uhr Partystimmung. Ein Vergnügungspark am Strand. Einfach und zeitlos. Wie Lou Reed's Song Coney Island, Baby. Schwarz, weiß, rosa, blau. Alles trifft man hier. Ah ja! Es ist 6 Uhr abends. Wochenende. Sommer. Wer nicht nach Maine oder Nantucket in die Ferien fährt, vergnügt sich in Coney Island am beliebten Strand der 8-Millionen-Stadt. Jung und alt treffen sich hier, vor allem New Yorker. Sie tanzen nach dem Bad, sie baden nach dem Tanz. Und das die ganze Nacht durch. In der Morgendämmerung fahren sie mit der U-Bahn oder dem Auto zurück nach Harlem oder Broadway. Bis unser Hubschrauber vollgetankt ist, gehen wir über den Kai, der für Helikopter reserviert ist. Ein paar Minuten, lang genug, um zu erzählen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier transatlantische Schiffe anlegten und staunende Männer und Frauen aus Europa ausluden. Heute fliegen von hier aus Dutzende Hubschrauber Touristen über die Stadt.
15 Minuten Flüge über der vertikalen Stadt, der wichtigsten Metropole an der Ostküste der USA. Es gibt so viele Dinge zu sehen, so viele Gebäude zu erkennen und Straßen zu erraten. Die Stadt nimmt uns in ihren Bann, verleitet uns, länger zu verweilen. Im Süden von Manhattan die Skyline, ohne die Zwillingstürme, von denen nur noch die Grundrisse geblieben sind. Und daneben die Baustelle für das neue World Trade Center. Das Leben geht weiter in New York. Am Ufer des Hudson River wird die Gay Parade gefeiert. In der Nähe entdecken wir einen Golfplatz besonderer Art, der eher wie ein Käfig anmutet. Für Liebhaber von echtem Gras und wahrer Natur gibt es den Central Park. Hierher kann man vor der Hektik der Millionenstadt fliehen. 25 Millionen Besucher tun das jedes Jahr. Die gewaltige grüne Oase ist ein Luxus für diese Riesenstadt. 340 Hektar für Fahrradfahrer, Jogger, Frisbee- oder Baseballspieler. Hier ist man auf dem Land. Und das mitten in der Stadt. Fantastisch. Wir waren von einem gottverlassenen Ort in Maine gestartet und finden uns nach nur 600 Kilometern im Herzen einer pulsierenden Großstadt wieder.